Herzlich willkommen zu Mickys Adventskalender 2020. Bam! Jeden Tag ein Engel und eine Frage, die es Bam machen lassen sollen in deinen Gedanken auf dem Weg zu diesem besonderen Weihnachten hin. Die Fragen kommen aus diesem Buch von Carmen Kindel-Beilfuß. Fragen können, wie Küsse schmecken. Und die Frage, die ich dir heute mitgebracht habe, führt dich zurück in das Jahr deiner Geburt. Und die Frage heißt, was verleiht eigentlich deinem Geburtsjahr das Prädikat besonders oder einzigartig, mal abgesehen davon, dass du in diesem Jahr geboren wurdest? Was verleiht darüber hinaus deinem Geburtsjahr das Prädikat besonders oder einzigartig? Was war in diesem Jahr, in dem du geboren worden bist, eigentlich los? Und wie hat das dich und die anderen, die in diesem Jahr geboren worden sind, eigentlich beeinflusst? Denk da mal drüber nach, google es nach, schau dir alte Fotos an, die du vielleicht noch davon hast oder was auch immer. Und der Engel, den ich heute dabei mit dir betrachten möchte, durch meine Engelsbrille, die mir meine liebe Freundin Ellen Hollebein aus Afrika zugesandt hat, ist der Engel der Güte. Bitte den Engel der Güte, dass er deine Seele verwandle, damit das Gute in ihr herrsche, dass das Böse keine Chance mehr in dir hat. Wenn der Engel der Güte deine Seele gut gemacht hat, dann wird die Güte auch aus dir hervorleuchten. Du wirst dich gütig verhalten, gute Worte sprechen, warmherzige Worte. Die Güte wird aus deinen Augen strahlen. Du kannst deine Augen nicht selbst gütig machen. Du kannst nur darauf vertrauen, dass der Engel der Güte alles in dir gut macht, so dass alles in dir Güte ausstrahlt. Deine Augen, dein Sprechen, deine Gebärden, dein Händedruck. Als ich einmal auf dem Berg Athos war, das war auf unserer Hochzeitsreise, da begrüßte uns in einem Kloster ein alter Gastpater. Wir konnten uns nicht verständigen, da er nur Griechisch sprach, aber seine Hände waren gütig. Als er uns die Hand gab, langsam und bedächtig, da spürten wir die Güte in seinen Händen. Und als ich ihm dann in die Augen sah, spiegelten auch seine Augen diese Güte wider. So wünsche ich dir, dass du mit deinem Sein, mit deinem Leib und deiner Seele Güte verströmst und das Gute in den Menschen hervorlockst. Vielleicht sind dir ja auch auf deinem Weg von deinem Geburtsjahr bis heute solche Engel der Güte begegnet. Denk auch über sie nach und sei dankbar für sie. Und dann freue ich mich darauf, wenn du morgen wieder dabei bist, wenn wir ein neues Türchen in Mickys Adventskalender 2020 öffnen.